Großrheine machen. In dem Gebiet, in dem sich die Magier aufhalten, wimmelt es seit jeher von Monstern, Grünhäuten und ähnlichem. Wenn wir diese Biester in ihre Schranken weisen würden, wäre es in Vanaheim viel sicherer. In Laboren sollte es doch sauber zugehen, oder? Lasst uns die Welt zu einem besseren Ort machen, indem wir eine ganze Feindschar besiegen. Lagert Nahrung für den Winter ein. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass uns ein baldiger Wintereinbruch bevorsteht, was auch immer das bedeuten mag. Ich weiß nur, dass man während des Winters Nahrung nicht so leicht finden kann. Wir sollten uns besser vorbereiten und so viel wie möglich einlagern. Wir sollten uns sehr viel Nahrung verschaffen. Außerdem ist es wie immer wichtig, dass wir zur Aufbewahrung solch großer Nahrungsmengen auch genügend Lagerplätze haben. Mhm. Damit wir weiterhin Zugriff auf neue Entdeckungen von Technologiebaum erhalten, müssen wir unseren Gelehrten kontinuierlich arbeiten lassen. Dieses Mal beschleicht mich das Gefühl, dass wir sehr viele Forschungspunkte benötigen werden. Unsere Gelehrten sollten Forschungen anstellen, damit wir 70 Forschungspunkte zur Ausgabe von Technologien erhalten. Und vergesst nie, ein unverbrauchter Forschungspunkt ist ein verschwendeter Forschungspunkt. Ja, bis wir mal. Was wollte ich gerade sagen? Bis wir wieder alles erforscht haben und zu viele Forschungspunkte reinkriegen. Lass das mal mit dem Ausgraben. Macht lieber hier oben fertig und vor allem hier. Dann machen wir hier halt so eine Art Arbeitsraum draus und verschieben den Thronsaal irgendwo da drüben hin. Das wird wahrscheinlich die beste Idee so sein. So wie wir auch den Raum hier. Eigentlich eins breiter machen sollten, aber der ist symmetrisch, nur der Ausgang hier oben ist nicht symmetrisch. Ich stelle schon mal Steintruhen auf. Jedenfalls die eine, die 100er Steintruhe. So. Und hier diese Spinnengeräusche gehen mir verdammt auf die Nerven. Oh, ist hier ein Hügel, der gerade geglitscht hat irgendwie. Ja, irgendwie schon. Ein Wolf mit großen bösen Zähnen. Ein einfacher Spinnenarbeiter, ja. Von mir aus. Dich kann ich noch verkaufen. Du gibst mir 8 Gold. Was passiert eigentlich, wenn ich meinen König verkaufen will? Den kann ich nicht verkaufen. Kann ich den falschen Informanten verkaufen? Nein, kann ich leider auch nicht. Ach so, ich müsste ja auch hier das Oberlicht vergrößern. Stimmt ja. So viel Zeug, wie hier unten ist, könnte ich eigentlich alles eins tiefer legen. George! Thank you.
Aber erstmal muss ich gucken, dass ich hier den guten Boden freilege. Dass ich auf dem was anbauen kann. Genau, schön graben gehen. Ja, ist wieder mal der Anfang, wo wir reicht beide schon mal zu Kämpfern aufwerden. Ja, und den Raum hier schön groß ausgraben. Hier ist nämlich ziemlich viel gute Erde eigentlich versteckt. Ja, das heißt, ich muss den Thronraum verlegen. Wahrscheinlich buddel ich hier aus und mach dann hier einen Thronraum hin. So. Und hier grabe ich auch großzügig aus. Hier sind noch mehr als genug Ressourcen in den Wänden und alles. Wir brauchen ja einen großen Raum für Pflanzzeug. Und dann werde ich wahrscheinlich hier die Forschungsabteilung hinsetzen. So, die Tür erstmal. Oder ich grab hier noch weiter rein und mache hier die Forschungsabteilung dann hin. Weil hier habe ich genug Platz für Tisch, Betten und alles. Schön, wie du gerade von der falschen Seite baust. Auf dass du ja nicht mehr rauskommst. So, meine beiden Soldaten sind schon Level 7, was schon mal auch ganz nicht mal so schlecht ist. So, dann machen wir hier zu. Wenn, dann will ich eh erst hier drüben reingraben, weil das sieht nach Maulwurfslöchern aus und Maulwurfslöcher haben immer Ressourcen. Ressourcen sind eigentlich immer erstmal nicht verkehrt zu haben. Wir sind gerade auf neutral, aber ich rufe mal einen Jungzwerg. Und ich lasse meinen Farmerstein hier mal bauen. Das ist die Regeneration, die hochtickt, oder? Nicht die
Forschungspunkte. So, wie viel deckst du jetzt ab? Wahnsinnig viel. Wie viel deckt er hier ab? Hier deckt er am meisten ab. Und hier? Nein, am effektivsten ist er wahrscheinlich hier. Arbeiter, so. Und damit die gleich mal was zu schaffen haben. Ein paar Holzbäumchen und wenigstens ein paar Karottenpflanzen, um es mal bei der Stange zu halten. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja. Wie ich es hier mache, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Weil hier muss ich noch ein paar Sachen aus dem Boden holen. Hier muss ich noch ein paar Sachen aus dem Boden holen. Hier können wir noch wenigstens die eine Steinschicht ausgraben. Während ich immer noch darauf warte, dass der Prinz alleine die Forschung vorantreibt, dass wir wenigstens eine Stufe 2 Forschung freischalten können. Weil dann können wir gleich den guten Forschungstisch bauen und ordentlich forschen. Pflanzendeko. Sicher auch nicht verkehrt. Und eine Steintruhe ist auch nicht verkehrt, um ein bisschen mehr Zufriedenheit herauszukitzeln. Ah, er macht den Raum fertig. Gut. Er vergrößert hier die Decke, ist auch gut. So, das sorgt für ein bisschen mehr Beliebtheit. Und wir haben schon mal ein bisschen mehr Platz. Man kann leider nicht im Forschungsbaum selber direkt einsehen, wie weit der Forschungsfortschritt also für den nächsten Punkt ist. Aber theoretisch müsste der Prinz dank der einen Freischaltung ganz langsam dafür sorgen, dass wir, dass unsere Forschung wächst.
So, da drüben muss noch fertig. Hier muss noch fertig, ja.